Etherpad ist eine Software, die mehreren Personen erlaubt, gemeinsam an einem Text zu arbeiten. Es gibt ganz viele Dienste, die dieses Etherpad benutzen, so auch dieses ZoomPad. Wenn du einen neuen Text erstellen möchtest, so könntest du einen speziellen Namen wählen. Hier ist allerdings die Gefahr, dass dieser Name schon besteht und dass du entsprechend auf ein bestehendes Pad kommst. In diesem Fall klicke ich einfach auf Neues Pad und sogleich ist ein neuer Text bereit. Du kannst da diesen Begrüßungstext gleich mal löschen. Du siehst hier oben übrigens diese Adresse, die ist einmalig auf der Welt. Das ist jetzt dein Pad, auf dem kannst du auch nachträglich weiterarbeiten. Und wenn du andere Leute zur Mitarbeit einladen möchtest, so musst du einfach diese Adresse kopieren und sie dazu einladen, zum Beispiel indem du ihnen eine Mail mit diesem Link schickst. Du siehst aber auch, dass man sich diese Adresse nicht so gut merken kann, deshalb macht es manchmal Sinn, wenn man eine maßgeschneiderte Adresse nimmt. Du siehst, du kannst gleich loslegen. Du kannst über diesen Editor auch Schriftschnitt ändern. Du kannst eine Liste machen, diese einrücken. Hier kannst du einen Schritt zurückgehen oder wieder nach vorn. Du kannst die Farbe, die da gewählt wurde, ausblenden. Das möchte ich jetzt aber nicht. Die hat nämlich durchaus einen Sinn, wenn du mit mehreren Personen zusammenarbeitest. So sieht man immer, wer was dazu beigetragen hat. Unter Stil, wie bei Word auch, Überschrift 1 und dann geht es gleich weiter. Und natürlich Schrift, Farbe und Art kann man ebenso wählen. Wenn du jetzt diese Adresse einer anderen Person mitteilst, so kann diese einfach hier mit reinschreiben und ihr könnt quasi wie einen Chat machen. Man sieht wunderbar mit den Farben, wer was dazu beiträgt. Hier drüben hat es noch ein paar weitere Befehle, die praktisch sind. Du kannst diesen Text auch abspeichern in ganz verschiedenen Formaten, unter anderem auch als Word-Datei. Du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückgehen. Ich habe hier diese Zeitleiste und da siehst du schön, was da passiert ist. Wenn also versehentlich etwas gelöscht wurde, ist das nicht für immer verloren und mit zurück zum Pad kommst du wieder zur aktuellen Version. Hier ein paar Einstellungen, wie was angezeigt werden soll, in welcher Sprache das da kommuniziert wird. Das ist der Link zum Teilen, aber wie gesagt, den kannst du auch gleich in der Adressleiste kopieren und das wäre der Code, um diesen Text in eine Webseite einzubinden. Du könntest hier einen Haken setzen und mit dieser Adresse können die Leute zwar diesen Text lesen, können aber nicht daran teilnehmen. Interessant vielleicht auch, hier hast du die Farben. Mein Gegenüber ist jetzt anonym unterwegs, gibt sich aber jetzt einen Namen. Ich nenne mich mal Gusti und diese Farbe könntest du ebenfalls ändern. Um jetzt über diesen Text zu kommunizieren, ohne den Text selber zu ändern, könntest du auch den Chat verwenden. Das ist manchmal auch noch praktisch. Ja, ich denke, du siehst, es ist ein sehr einfaches und praktisches Mittel, um gemeinsam an Ideen zu feilen, gemeinsam einen Text zu entwerfen, ohne dass man zu viel Zeit verliert, weil nur einer schreiben kann und alle anderen nur herumsitzen und zuschauen. Am Schluss macht es möglicherweise Sinn, die Autorenfarben wieder zu entfernen, damit der Text leserlicher wird. Das machst du, indem du auf das Augensymbol klickst. Du wirst nochmals gefragt, ob du es wirklich willst. Und so ist er jetzt in der reinen Form vorhanden und du kannst ihn allenfalls auch im Word-Format oder so herunterladen.